Willkommen zurück zu Fly Off Garage. Wir haben ein neues Objektiv, wie man vielleicht sieht. Weitwinkel. Gefällt mir nicht. Ja, was machen wir heute? Wir haben Chaos ohne Ende. Ja, oh, wie lange ist das her? Eine Woche, zwei? War beim Sport 1 Track Day. Und ich mach mal die Tore runter. Es ist nämlich etwas laut von draußen. Oh, hier ist es voll heiß drin. Ja, nur das. Jetzt ist aber wahrscheinlich wieder etwas dunkel, ne? Ne, ist okay. Ist okay. Lass doch ja, so. Okay. Ja, dann lassen wir es so. Genau, wir waren mal mit Sport 1 Track Day und haben ein paar Reifen vernichtet. Die müssen entsorgt werden. Und ja, der MX steht bei mir zu Hause, weil wir eventuell bald mit der Halle umziehen, wenn alles gut geht. Endlich was Größeres. Wir haben jetzt hier noch von Markus so einen Plastikroller, den haben wir gestern so halb zum Laufen gebracht. Wir müssen noch einen Vergaser holen. heute machen wir der Schwalbe weiter. Wir haben jetzt hier schöne Bierflaschen, Alter. wir wollen unbedingt eine kurze Sitzbank haben, aber ich sehe nicht ein, 120 Euro für so eine kurze Sitzbank auszugeben. Also haben wir gesagt, brauchen wir die selber. Materialkosten sind wir jetzt bei 30 Euro drunter. Ungefähr 25 Euro. Wir haben jetzt eine MDF-Platte geholt. Verbundschaumstoff und Lederimitat. Ja, ich würde sagen, wir bauen erstmal die originale Sitzbank ab, damit wir die Löcher markieren können, die Form schneiden können, dann schneiden wir den Schaumstoff. Dann haben wir ein paar Tage Pause, weil wir müssen den das Leder müssen wir noch nähen lassen. Und da ich leider nicht nähen kann, obwohl ich ja Bock drauf hätte, das zu lernen, müssen wir es nähen lassen, also wird das ein paar Tage dauern. Also demontieren wir erstmal, schneiden die Platte zurecht und gucken dann weiter. Genau. Also Sie demontieren jetzt die alte Sitzbank? Ich demontiere jetzt erstmal die alte Sitzbank, weil wir müssen erstmal gucken, wie wir die neue jetzt genau machen. Dann schneiden wir quasi die alte erstmal, die neue erstmal grob vor. Und dann schauen wir weiter. So, das kommt ja später hier drauf. Passt dein Gollum-Arsch einfach da drauf? Das ist eine Frage. Ich will bis hier hin zu der Kante gehen. Das Beschissene ist, du musst dann bis da, oder nicht? Ja. Wir müssen eventuell nachher noch einen Nut einfräsen. Ich würde sagen, wir markieren das jetzt hier erstmal die Mitte. Weil wir müssen ja noch eine Aussparung für diese verschissene Schraube machen. Ja. Oder wir zeichnen erstmal eine fünftige Form an. Ich weiß gar nicht, wie weit soll er da vorne eigentlich überkippen? Kaum was, ne? Ja, wenig. Ja. Ich würde sagen, wir zeichnen erstmal eine fünftige Form an. Wir müssen erstmal messen wir mal ein paar Markierungen drauf und dann zeichnen wir erstmal an und schneiden wir erstmal und dann gucken wir weiter. Wenig Löcher. Ja. So. Wir haben jetzt den, vor heute sind wir soweit durch. Wir haben jetzt die, den, das Holz geschnitten. Ja, zeig mal. Ja. Also die Platte haben wir. Von unten haben wir einfach so, wie hieß die? Einschraubmuttern? Eingesetzt. Ja, einfach. Ja, Einschraubmuttern gemacht. Hier ein bisschen Vertiefung gemacht, weil das hat er auch. Hinten eine Ausbuchtung gemacht für die Mutter. Diese. Genau, ich setze immer nur mal jetzt grob drauf, weil die kommt heute nicht drauf. Heißt, wir hätten einmal Sitzbrett, den Schaumstoff und dann kommt quasi das Leder drüber. Hast du das hier? Nee, das Leder habe ich jetzt zu Hause. Ja, es ist jetzt halt deutlich kürzer, aber geil. Na, wir müssen mal die Softness zeigen. Ist schon weich, ne? Aber es ist auch hart, ich finde es ziemlich also hart. Also online habe ich jetzt viel gehört, dass es anfangs mega hart sein soll. Nach ein, zwei Tagen setzt das richtig weich. Mhm. Ich muss jetzt mal gucken, welches das Richtige war oder war das hier das Richtige. Aber ich habe einmal gesehen, dass ich mich etwas verschnitten habe, weil ich so leicht schräg geschnitten habe. Mal gucken. Ne, das ist das Verschnittene. Hier haben wir nämlich zu wenig. Dann ist das erstmal ein Reststück. Dann ist das hier.
Wie gesagt, also muss jetzt hier nichts Perfektes werden, dann ist ganz ehrlich, das ist jetzt erstmal eine Übung. Das Einzige, was uns aufgefallen ist, wir müssen eigentlich noch vom originalen Sitz, also hier so Gumminöppel, die hier in die Führungen kommen. Die will ich hier nicht rausmachen, weil die gehen definitiv beim Rausnehmen kaputt. Deswegen haben wir uns überlegt, mal was ganz anders. Einfach so flaches Gummi, setzen die an, machen ein Loch rein, bohren in die Platte. Dann haben wir auch eine Auflagefläche, das müsste an sich reichen. Ganz ehrlich, für so ein Low-Budget-Projekt muss das reichen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns ja ein paar Tagen für euch jetzt gleich im Video. Wenn das genäht ist, dann beziehen wir das noch und dann, und jemand, ne? Was soll man also sagen? Gleich kommt Step 2. Gleich kommt Step 2. 3 Wochen später. Ja, da sind wir wieder. Das sind jetzt, wie viele Wochen sind das jetzt her? 3 oder 4? Ja, das ist schon jetzt länger kein Video mehr gekommen. Das hat mehrere Gründe. Hauptgrund ist, wir sind mit der Hallung gezogen. Haben wir im letzten Video schon angekündigt. Und nein, es ist nicht so, wie manche spekulieren. Nein, Erik und ich haben keinen Stress. Deswegen haben wir nicht die alte Halle aufgegeben. Wir verstehen uns sehr gut. Es gab auch nie Stress. Es bitte? Naja, gut, wenn du mein Werkzeug klaust. Achso, mein 18er Schlüssel. Dein 18er Schlüssel, aha. Uns war die alte Halle einfach zu klein. Ich habe es in Videos schon gesehen, das war sehr eng. Die alte Halle war, glaube ich, von bald zusammen 49 Quadratmeter. Es ist einfach zu eng. Man konnte nicht am Moped vernünftig schrauben, das Auto stand ständig im Weg, man konnte kein zweites Auto mit reinsetzen. Jetzt haben wir neue Hallen, also jeder eine eigene, allerdings ziemlich nah aneinander, ist eine Halle dazwischen, jetzt mal 40 Quadratmeter, ist endlich groß, höhere Decken, hier dürfen wir endlich eine Hebebühne montieren. Kann man euch mal zeigen. Also, hier hätten wir jetzt meine zum Beispiel schon mal. Ist aktuell etwas vollgestellt, weil wir haben noch keine Zwischendecke. Die kommt aber demnächst. Könnt ihr mal in den Kommentaren auch schauen, ob wir wieder ein Video drüber machen sollen. Müssen ja 2 Zwischendecken im Endeffekt bauen. Ja, also wir müssen, wie gesagt, noch eine Zwischendecke bauen. Dann haben wir hier unten, ich glaube, wir hier unten auf dem Boden gar nichts mehr stehen haben, bis auf die Werkbank und ein paar Regale. Wir sind ja im Moped-Video mit der Sitzbank. Die ist jetzt endlich fertig. Um uns auch ganz mitkommen. Ne? Ja, ist richtig. Fertig. Schließ ein Licht. Achso. Wie soll man die sein? Ja, dann gehe ich da hin. Das ist wahrscheinlich besser. Oder schließt du ein Licht? Nee. Guck, nicht? Ach, das ist doch toll. Sehen Sie das? Ja. Das ist ganz schmuck. Ja. Hier Stoff und so. Ja. Genau, wir haben hier fertig gezogen. Einfach nur getackert. Wir können das mal von unten zeigen. Nein. Und da hat mich das Problem, da sind jetzt die Gumminöppel drunter und die mussten wir weglassen. Und dafür haben wir einfach so mal Stopper für Möbel genommen. Und halt, wie gesagt, getackert. Ja. Ja, sehr lustlos. Ja, es funktioniert, es hat funktioniert. Also ich bin sehr zufrieden damit. Nur jetzt halt diesen. Wie ist das? Schaumstoff, Verbundstoff? Ja, genau das. Das, was ganz hygienisch Pump ist. Wir haben Stoff genommen. Es sitzt sich erstaunlich angenehm. Also ich finde es bequemer als die Originale. Ja. Fums. Und was ist das hier? Was haben wir hier? Was bedeutet das? Ist dein Reservetank? Wir haben ja die große Problematik, dass eine Schwalbe zum Transportieren einfach gar keine Fläche hat. Gesehen habe, also unter die Sitzbank passt nichts. Ich habe nicht diese tollen Taschen, wie Erik sagt. Also haben wir gesagt, wir einfach einen normalen alten Benzinkanister. Lackieren den. Machen uns den schick. Und tada. Also können wir jetzt endlich. Ah, guck mal, wo kommt die her? Aus dem Tank wahrscheinlich. Nee, die ist von irgendeiner Schraube, die montiert war. Ich weiß nur nicht gerade welche. Irgendwo war hier eine Schraube. Gut. Hast du keine Selbstsicherung? Nee.
Nicht so gut. Nicht so gut. Egal. Hat ja auch schön hier mit dem Keder gemacht. Da ist ganz ja, gut. Mit Keder. Und hier ist das zum Nähen. Ja. Achso. Ach, genau davon war die Schraube. Ah. Jetzt weißt du auch, warum das Ding nicht gehalten hat. Ja. Das ist im Prinzip. Hat so lange gedauert. Wir hoffen, wir können jetzt wieder regelmäßig Videos machen. Mit der Schwalbe sind wir immer noch nicht fertig, da kommt noch einiges. Ich glaube, mit der S51 kommt demnächst auch noch was, ne? Mhm. Mhm. Was denn? Eine Feuertonne. Ach, eine Feuertonne, genau. Ja. Sollen wir uns deine Halle auch noch ansehen? Ja, können wir machen. Alles klar. Ja, komm. Willkommen zu einer weiteren Lesung der Halle. Ja. Das ist mein Reich. Sie ist leer. Ja, leer. Ah, leer, fast. Nee, da stehen drei Reifen, da sind Reifen. Da ist das ganz lange Projekt, was noch wartet. Ja, Krams halt, ne? Es ist noch nichts fertig, Zwischendecke fehlt. Ja. Aber es kann jetzt endlich wieder losgehen. Es kann wieder losgehen, ja. Jetzt hast du vor allem jetzt hast du endlich mal Platz für den Pickup, ne? Ja, sogar für zwei Autos. Das ist schon mal ganz gut. Das ist echt gut. War das ein Hinweis? Was? War das ein Hinweis mit zwei Autos? Versteckter Hinweis. Schon, ja. Schon ein bisschen gay, wie du das sagst. Nee, auf jeden Fall will ich so ab der Lampe eine Zwischendecke haben. Wie tief ist das? 2-3 Meter? Was? Ja, die Höhe oder die Tiefe? Nee, da, so Tiefe. 2,5. 2,5, ja, reicht doch auch, oder? Hatten wir ja vorher auch. Dann kommen die ganzen Reifen wieder alle da hoch und habe ich unten Platz. Und ja, eine Werkbank habe ich mir quasi bestellt. Also das Metall dafür, das baue ich. Ein Video zu machen, ne? Was? Kann man eigentlich ein Video zu machen? Ja, mache ich ein Video, ja klar, das kann man rein. Die Werkbank bauen. Ja, die muss ich ja noch zusammenschweißen und alles. Und ja, das läuft. Das läuft gut. Tja, dann sind wir eigentlich fertig mit dem Video, ne? Dann sind wir eigentlich fertig, ja. Schwalbe läuft, Halle läuft wieder. Ja, dann würde ich sagen, war's das. Und ja. Achso, ja, ja, dann war's das mit dem Video für heute, ja. Wir hoffen, dass XXL Sven das nächste Mal nachjoint, ja. Der war wieder beim Essen und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst uns ein Abo da, einen Daumen hoch wäre cool. Teilt das Video mit euren Freunden, das wäre mega. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Hätte gesagt, das wäre Neger. Neger.